Moin, hier sind NockXX und Jan ST. Und wir haben heute etwas Besonderes für euch. Es ist das 50 Subscriber Special. Und ja, das muss ich so blöd aussprechen, einfach weil es das 50 Subscriber Special ist. Okay, ihr seht uns hier im Spawn unserer kleinen Welt. Klein ist sie ja gar nicht mehr. Hier haben wir ein wichtige Information, bitte lesen. Achso, das Special wird darin bestehen, dass wir einen kleinen Serverrundgang machen, der sich wahrscheinlich über mehrere Parts erstrecken wird, weil es hier einfach so viel mittlerweile gibt. Genau. Ja, das hier ist... Was macht der? Ja, er ist gerade gestorben. Das sieht man ja in unserem neuen Plugin da, dass wenn jemand stirbt, an was der gestorben ist. Die Regeln, die U-Bahn, kommen wir gleich noch zu. Zu der U-Bahn wollen wir erst mit Stadtrundgang machen? Ja, von mir aus. Gerne. Ja, okay. Dann... Ja, lass uns hier links anfangen. Also, da oben ist ein tolles Minecraft-Sign. Ich weiß gar nicht, wer das gebaut hat. Quikes hat das gebaut. Der auch, Mann, dem wir das hier, dieses 50-Subscriber-Special auch so mit zum Geburtstag praktisch geben, obwohl der erst gestern Geburtstag hatte, an sein Nether-Portal, ein schwarzes Brett, an dem jeder was schreiben kann. Lese ich mir jetzt nicht alles durch. Eines der ersten Häuser von Felix. Oh ja, hier am Anfang ist ein kleiner Dispenser, an dem man sich Snacks holen kann. Cookies. Und hier ist auch ein Werkzeugdispenser. Wo bist du? Ja, ein gratis Werkzeuge. Wenn wir da drauf drücken, plopp, kriegt ihr einmal alle Werkzeuge. Der ist gut für den Anfang. Da sind auch zwei Glücksspielautomaten. Sie sind momentan aber voll. Nee, nicht voll, leer. Da hinten sind noch zwei andere Häuser. Da gehen wir aber später noch hin. So, lass uns erstmal die Hauptstraße hier lang gehen. Also Felix Haus haben wir hier. Warte, das war von Stony High. Ja. Von, steht das hier? Lavalampe. Ja. Ein cooles Baumhaus von Lost Jumper. Ups, jetzt heißt es. Nee, nur Jumper, glaube ich. Ah, ach so, stimmt. Auf YouTube heißt er, glaube ich, Lost Jumper. Das ist meine Mine. Ich verrate euch den Trick. Unten ist die Void und wenn ihr reinspringt, seid ihr tot. Jetzt machst du den ganzen Spaß für neue User kaputt. Ja, pst, das wissen die ja nicht. Oh, Quikes ruft uns gerade an, denn. Dem schreiben wir aber sofort einfach bei Skype, dass er es lassen soll. Kuchen von Janis T. Blubberkopfs... Blubberwolke. Jetzt mach ich mal auf Render Distance Far wieder. Ah, sieht man. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Zwei Pixel-Arts. Die hast du, glaube ich, gebaut, oder? Ja, die sind von mir. Creeper und ein Wolf. Ich glaube, der Wolf ist sogar nicht mal nach Vorlage. Werbung... so ein kleines Häuschen. Mein Starthaus. Deine diskreten Jobs. Ja, meine diskreten Jobs gibt's da. Könnt ihr euch alle melden. das hier ist mein Starthaus gewesen. Das vermiete ich aber in letzter Zeit. Diego Zehns Haus. Dieser Palast von Quikes, in dem sehr viel ausgeklügeltes Redstone ist. Man kann zum Beispiel nicht von innen rein, wenn er es nicht erlaubt. Von außen. Von außen, ja. Von innen rein ist ja auch unlogisch. Hier ist ein Haus, oh, an dem wurde gegrieft. Es war letztens leider Gottes ein Griefer da. Sowas, solche Leute scheint es ja auch zu geben. Mhm. Und der konnte sich nicht verkneifen. Zu griefen. Da, ja, zu griefen. Können wir noch bei Gelegenheit reparieren. Louis XP3s Haus. Ja. Boah. U-Bahn-Station, kommen wir auch gleich noch zu. Wir haben nämlich drei U-Bahn-Linien. Was ist das hier? Fresh Muffins House, ein User, der auch gerade erst gejoint hat, aber das wird bestimmt auch noch ganz witzig. Anwesen von Blue Lotst, das ist echt liebevoll gestaltet. Könnten wir vielleicht irgendwann nochmal rein. Haus von Omnis und Cookie, Eintritt nur mit Erlaubnis, wo Felix 757575 gerade einfach mal rein und rausgelaufen ist. Die öffentliche Monsterfalle. Ich glaube, den Gang da rein ersparen wir uns. Unten ist einfach ein Monster... hier sind ganz viele Spawning Grounds. Ich kann nicht reden. Und unten ist die Monsterfalle. Da hast du mitgeholfen, oder? Ja, das habe ich ja mit ihm gemacht. Jo. Haus von niemanden. Könnt das ist von Omnis Cookie, glaube ich. Ja. Ah, okay. Willst du mal eben in den Leuchtturm gehen und den anstellen? Ich mache den mal eben Time Night. Okay. Für den Arsch. Das wird auf YouTube gesendet. Das darfst du doch nicht sagen. Okay. Ihr seht wieder so eine U-Bahn-Station, aber lass mal Nacht. Kann man hier nicht mal in Ruhe. Warte. Essen gerade.
10 von 10 Slots sind mal wieder belegt. Geht's jetzt? Ja, es geht. Ah, Quarks ist online. Komisch, wir sehen... Also, ihr seht's... Cookie, omnomnom. Das ist ein Leuchtturm. Komisch, warum geht der jetzt nur bis zum dritten Etage? Das ist auch immer so ein Lichtbug. Sorry, geht, dass ihr... Der geht bis ganz nach oben. Ja, komisch. Das ist bei mir immer so ein Lichtbug. Das wird nicht richtig generiert. Ja, du musst einfach mal hochfliegen. Time Day. Ja, egal. Aha, der gute Quarks. Ja, U-Bahn leads to my ass. Oh mein Gott, dann hatten wir schon wieder einen Griefer. Mann, hier war nämlich ein Griefer, der hat echt extrem viel gemacht. Sowas darf natürlich nicht in unserer Welt sein. Dann werden wir gleich mal nachgucken. Wir haben jetzt nämlich Lockblock und ein paar Anti-Griefing-Plugins. Warum kann ich jetzt gerade auch nicht fliegen? Es laggt. Ja, wahrscheinlich, weil wir 10 von 10 Slots gerade voll haben. Das werden wir aber noch für euch aufrüsten. So, jetzt seht ihr es. Nein, ihr seht es noch nicht ganz, ist noch nicht vollständig. So. Ja, ich bin gerade über dem Rathaus, um denen das von oben zu zeigen. Also es erinnert so ein bisschen an Mickey Mouse. Von oben. Aber wenn man reingeht, ist es ein sehr schönes Rathaus. Die Hall of Grief und Hall of Fame, wo alle Griefer bis jetzt aufgelistet sind, die wir rausgefunden haben und alle, die die Griefer daran gehindert haben. Hinten ist ein kleines Häuschen einfach. Und hier ist dann die Haupthalle, der Versammlungssaal des Rathauses. Mann. Tja. Was wollen wir denn noch so alles zeigen? Die Kirche. Ja. Hier wird eine kleine Burg noch gebaut. Pullon ist gerade gestorben. Aha. Sekunde, es laggt irgendwie ein bisschen. Was liegt an Fraps, weil ich aufnehme? Wo war sie denn? Hier in die Richtung, glaube ich. Ja, da vorne, siehst du die hier nicht? Ist, nee, ist, das generiert bei mir so langsam gerade. Ja, da kommt sie. Ja, die hast du ja gestern noch bis 1 Uhr nachts rumgebastelt. Ja, pst, das war lange Arbeit. Ihr seht, die ist ziemlich groß und das ist eines der einzigen Gebäude, die wir nicht mit World Edit gemacht haben. Sondern hier ist so gut wie jeder Stein. Hand auf Hand, Block auf Block, Hand auf Hand, das ergibt keinen Sinn. Block auf Block gesetzt. Da hinten ist ein Pixel Art, was wir noch verschieben werden wahrscheinlich. Ja, das passt aber nicht zu War Pixel, das ist viel zu groß. Oh, oh, okay. Das generiert alles momentan so komisch. Ihr könnt ja auch einfach, wenn ihr Abonnent von uns seid, den Server joinen. Das ist kein Problem. Ihr gebt einfach ein gmp.minecraft.to und schon seid ihr drauf. Auf also dem Port vielleicht noch? Port muss man nicht. Bei mir reicht immer. Also sonst gmp.minecraft.to. Nee, Doppelpunkt. Was? 25565. 25565. Ihr habt's gehört. Ja, wo gehen wir denn jetzt als nächstes mal hin? Da generiert gerade noch ein Schloss, was noch auch von Hand auf... Nee, Block auf Block. Warum sage ich immer Hand auf Hand? Ich bin unlogisch. Block auf Block gebaut wird. Was wird das denn hier? Mann, das nervt mich aber gerade. Hä? Au, was wird das denn da für ein Holzhaus? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Farming-Dingens. Ja, es sieht echt wie eine Farm aus. Aber riesig und steht nicht mein Name drauf. Kann man gucken, egal, wer das ist oder so? Ja, ich war da nicht gerade. Quarks! Hi. Okay, dann ist das Quarks. Dann schreibe ich das da mal vor. Nein, das ist nicht Quarks. Quarks macht doch nicht so eine riesige Farm. Ist das deine... Okay. Weizenfarm von Quarks. So. Naja. Also, da bin ich gespannt, was das wird, weil wenn Quarks was macht, dann wird es immer ziemlich episch und riesig. Also vor allen Dingen riesig, aber episch auch. Und mit Redstone vollgeballert. Es tut uns jetzt leid, dass wir erstmal nicht alle... Ah, scheiße! Oh, ja. Das war jetzt alle, so Reflex. Ja, dass wir nicht alle alle Häuser ablaufen, aber lass uns mal hier diese U-Bahn nehmen. Ja, geht nicht, da ist ein ungenerierter Chunk. Dann reconnect mal eben. Nein, wir filmen. Okay.
Komisch, warum ist das oben so? Die wurde wahrscheinlich verschoben so ein bisschen. Hier ist so ein kleiner Fehler. Das müssen wir noch eben ausbessern. Ja, das hast du. Geh da mal raus. Ja, warte. Verdammt. Ey! Komm, porte dich eben. Okay, oder mit dem Kompass. Warum ist hier kein Minecart mehr? Dann müssen wir uns eben Minecart cheaten. Ja, ihr seht, wir kommen hier nicht ohne Cheaten klar. Kein bisschen. Wir sind einfach schlecht. Hast du Minecarts? Und hier, nimm das da. Ja, was? Oh, ja, danke. Die hier geht zu Desert Town. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Ich hoffe mal, es ist kein anderes Minecart auf der Strecke. Eigentlich geht's so, dass ihr es da reinschiebt, reinsetzt. Jetzt fahr doch mit. Ja, ich nehme mir eins. Warum ist da kein Glowstone an der Seite? Ja, das habe ich schon gesehen. Das war auch irgendwie... Nein, wir nehmen auf. Mann, lesen sollte man schon können. Ja. Scheiße. Und wir sagen es ihm nochmal, er weiß es noch nicht. 50 Subscriber Special. So. Da oben war schon wieder, glaube ich, irgendwas falsch. Ja. Müssen wir nochmal beheben. Ja. Lalala, die ist ziemlich lang und hat auch ziemlich lange gedauert, bis sie fertiggestellt wurden. What the fuck, eben waren es noch. Ja, es geht hier rasend schnell bei uns bei GMP. So, am Ende werdet ihr auch automatisch rausgeschmissen. Boah. Ja. Da oben ist ein schöner Aussichtsturm. Und jetzt gehen wir den Weg der Legionäre zum Stadion. Ich flieg den Weg der Legionäre. Ui. Ja, okay, dann fliegst du den Weg der Legionäre. Dam, dam, dam. Das müssen wir noch so mit dramatischer Musik jetzt unterlegen, aber wir sollten nichts covern, sonst werden wir noch gesperrt. Also ihr seht da dieses komische... Aha. Warp mich doch nicht, das war gerade so ein toller Ausblick. Na egal. Ja, genau. Stadion Arena. Hier werdet ihr denn auch, wenn ihr /Warp... Ups. Warp Stadion ist es, glaube ich. Ja, dann werdet ihr hier hin.